So, dann machen wir jetzt hier die letzte Aufnahme für heute. Also, was hättet ihr gerne noch hier oben ins Wohnhaus rein? Also, besser gesagt, nicht Wohnhaus, sondern hättet ihr hier oben gern eine Festung rein, eine Burg, ein Wohnhaus? Was würde euch einfallen, was hier oben reinkommt? Schreibt mir dieses in Kommentare oder als E-Mail. Wenn ihr meine E-Mail haben wollt oder mein Skype oder ICQ, fragt mich per Privatnachricht an, dann können wir darüber gern mal reden. Dann wie eine andere Frage, was für ein Dach soll unsere Farm, unser Bauernhaus haben? Schreibt mir das auch. Dann wie hättet ihr am liebsten hier unser Wirtshaus eingerichtet? Dieses hier. Wie soll es nach oben aufgebaut sein? Wie gesagt, wenn ihr mir eine Privatnachricht über euren Skype-Namen und so schreibt, dann kann ich euch auch gern mal anfragen und dann könnten wir auch gern ein Gespräch halten und führen. Dann muss ich mir hier nicht allein überlegen, mit was ich euch unterhalte und so. Also, wir haben jetzt hier einige Sachen noch, die gemacht werden müssen. Wir haben jetzt hier nämlich einen riesigen Hafen. Okay, der hier ist jetzt nicht wirklich riesig, der ist jetzt mehr so für kleine Schiffe, weil hier nirgendwo eine Einfahrt für große Schiffe ist. Das heißt, wir könnten hier noch, ja, hier sieht man schön das Leuchten der Bibliothek. Das heißt, hier können wir einen Hafen hinsetzen. Hier ist nämlich tief genug und hier haben wir auch eine schöne große Einfahrt, denn hier könnte man so einen richtig geilen Bogen ransetzen, also Hafenbogen. Wie gesagt, die Welt ist so gesehen richtig geil, verdammt geil. Hier könnte man so einen richtig dicken, fetten Hafen draufsetzen. Und hier draußen könnte man dann so noch so eine leichte Flotte aufbauen. Also so ein paar Kriegsschiffe und. Ein paar Segler. Wie gesagt, schreibt mir alles, was euch so einfällt. Wenn ihr mir jetzt per Privatnachricht und so alles aufschreibt, also so euren Skype-Namen, ICQ oder sonst da was, dann könntet ihr mir auch auf Karo-Papier einscannen, was ihr so gerne hättet. Also macht mir per Karo-Papier eine Blaupause. Ja, wie soll man das jetzt erklären? Also, ihr seht ja hier, wie gesagt, lauter Kästchen, wenn ihr Minecraft anguckt. Seht ihr ja so Kästchen. Und wenn ihr euch Karo-Papier vornehmt, also Block Karo-Papier, dann könnt ihr auf diesem Karo-Papier auch irgendwas zeichnen. Und je nachdem, was ihr gerne hättet, zeichnet dieses in dieses Karo-Papier rein. Wenn es halt ein Gebäude zum Beispiel über mehrere Ebenen ist, zeichnet ihr auf jede Karo-Seite eine Ebene drauf. Dann scannt ihr das Ganze ein. Und sendet es mir per Privatnachricht oder per ICQ, Skype, wenn ich euch Skype oder ICQ gegeben habe, zu. Und dann kann ich das, was ihr mir da gegeben habt, auf meiner Insel verbauen. Das heißt, eure Ideen werden hier auf der Insel verbaut. Ihr müsst sie mir nur auch zusenden. Wer mir nicht zusendet, kann da auch nicht verbaut werden. Und ja, eigentlich würde ich gerne auch meinen Server, also das ganze Teil hier, online gehen lassen, aber dazu müsste ich mir erstmal einen Server kaufen und die sind immer noch scheiß teuer. Und ja, deshalb, wenn irgendjemand, der mit mir befreundet ist und mal Lust auf eine LAN-Party hättet, meldet euch. Das ganze Teil hier kann verbaut werden. So schön auf einer LAN-Party nebenbei noch aufzeichnen. Wer hier halt alles dann noch mitlabert und so. Wer mitbaut und so. Ja, je nachdem, ob die Person auch
aufzeichnet, könnte man das natürlich, was die Person gebaut hat, auch aufzeichnen. Und ja, wie gesagt, ihr seht, diese Insel ist riesig, da kann man einiges drauf bauen, also lasst eurer Fantasie freien Lauf. Zeichnet, was auch immer ihr euch so im Kopf rumschwirrt. Also, was so leicht im Mittelalter oder im halt so Gebäude. Nichts Perverses, bitte. Viele kommen jetzt garantiert gleich auf die Idee, wenn ich sage, so, zeichnet, was ihr wollt, so, Penis. Komm, wir machen mal einen Penis. Nein, Penis machen wir garantiert nicht. Gebt mir irgendwelche Grundrisse von irgendwelchen Häusern, die euch gefallen oder so. Zum Beispiel nehmt irgendein Gebäude, das ihr so in eurer Stadt habt, versucht es zu zeichnen, macht es auf ein Karo-Papier, sendet mir den Karo-Umriss und ich baue dieses Haus in meine Landschaft rein. Also lasst eurer Fantasie freien Lauf, baut, zeichnet. Oder wenn ihr zum Beispiel irgendein Bauwerk habt, das ihr bereits auf eurer Karte habt und ihr würdet es gerne auch auf meiner Karte sehen, dann nehmt ihr dieses Bauwerk, guckt nochmal nach, wie ihr es aufgebaut habt, zeichnet das auch auf Karo-Papier und sendet ihr es mir dann zu. Ihr müsst euch halt nur mit mir in Verbindung setzen über Privatnachrichten und dann können wir gerne darüber reden, ob ich euch in Skype, ICQ oder sonst da wo adde. Und dann könnt ihr mir das da alles zusenden, weil YouTube hat leider nicht die Funktion, Privatnachrichten mit Anhang zu versenden. Also Leute, macht, was ihr könnt. Auf und davon. Ja, davon nicht, obwohl die Zeit ist gleich um. Das heißt, ich verabschiede mich für heute und wünsche euch viel Spaß noch und lasst eurer Fantasie, wie gesagt, freien Lauf. Alle dann, viel Spaß und bis denn. Halali.